Ja, einerseits vermittelt es natürlich irgendwo Gerechtigkeit, aber man weiß ja noch nicht, was genau jetzt kommt, weil er ist ja noch in Untersuchungshaft und es gilt ja immer noch die Unschuldsklausel. Also mal sehen, was kommt. Mein Gott, was soll man dazu sagen? Wir blicken ja da nicht richtig durch, was da alles gespielt worden ist. Wer da nur die Hauptverantwortung hat für sowas. Aber es ist eigentlich eine Zumutung, was da bei uns mit dem ganzen Abgas läuft. Das ist also schon schlimm, ja. Ich finde das ganz gut. Also mich hat das gewundert, mich hat es auch gewundert, dass das passiert. Und mal sehen, was da jetzt weitergeht. Er hat es gewusst, dass er irgendwas auf ihn zukommt. Und dann ist er halt einmal so rausgegangen. Und das muss er halt schauen, wie er das wieder bieren kann. Ja. Sie haben schon alle Dreck am Stecken, sonst wird es nicht so gemacht. Dass die Leute sich auch zur Verantwortung stellen müssen. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Also ist gerechtfertigt? Ist gerechtfertigt, auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr überrascht darüber. Hätte ich nicht gedacht. Über Details möchte ich nichts sagen. Ich finde es nicht unbedingt gut.